Die Reise mit der Marke war das Motto des diesjährigen Markentreffens der Badgestalter in Hamburg. Wir haben in den letzten Monaten einiges getan, viel getan, damit wir unter anderem das Badgestalter-Treffen, aber insgesamt die Marke voranbringen. Es haben ganz viele mitgearbeitet und ganz viele sind stolz auf das, was sie die letzten Monate erreicht haben. Stefanie Jung, die Verantwortliche für die Markenumsetzung bei der SHK AG, führte die rund 200 Teilnehmer durch ein zweitägiges Programm. Wir wollen die erste und führende Handwerkermarke im Bereich Badgestaltung sein. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Die Marke ist genau der Punkt. Günther Schur, Vorsitzender des Markenbeirats, berichtete über die Beiratsarbeit. Der Erfolg eines Unternehmens liegt in der Summe der Erfolge seiner Mitarbeiter. Und wenn jeder Mitarbeiter dieses spürt, dass sein Erfolg in der Firma wichtig ist, kann es uns Badgestaltern eigentlich nur gut gehen. Ganz viele aus Ihrem Kreis haben sich völlig ehrenamtlich eingebracht und das ist wirklich klasse. Man tut, was man kann und Sie haben viel getan. Also herzlichen Dank, Herr Bölke. Vielen Dank. Auch ein klasse Typ. Es ist wirklich richtig, richtig gut zurzeit in dem Gremium zu arbeiten. Kann ich euch alle versprechen, werden wir super weiterarbeiten. Danke. Nach einer leidenschaftlichen Rede stellte sich Roland Christel zur Wiederwahl und wurde einstimmig in seinem Amt als Beirat bestätigt. Get together in lockerer Atmosphäre. Während der Veranstaltung fanden zahlreiche Gespräche mit unseren Lieferantenpartnern und Dienstleistern statt. Was gibt's Neues bei den Lieferanten? Das werden wir jetzt halt erfahren, was schwerpunktmäßig bei den 5 Lieferanten neu ist. Es folgten Impulsvorträge der Lieferantenpartner. Elena Bergen von der Firma Dornbracht. Christina Willmann von der Firma Hans Grohe. Michael Breuer von der Firma Kaldewey. Olaf Langgut von der Firma Puris Laguna. Sowie Günther Stolz von der Firma Repabad. Wo wir Ihnen gerne auch Innovationen, Neuigkeiten, Produkterweiterungen oder Dienstleistungserweiterungen vorstellen wollen. Die neuen Dienstleister stellten sich vor. Heinz Witt von der Firma CI, Charakter und Image. Fabian Weiß von der Firma Immerseit. Nils Gläser von der Firma UMB. Sowie Jörg Jacobi von der Firma Werbeland. Gesellschafter berichteten, welche praktischen Erfolge sie mit der Marke erzielt haben. Die professionelle Optik. Das schätze ich an der Markenwebseite ganz klar. Habe ich dann den Entschluss gefasst, den Badgestaltern beizutreten. Und ich kann jetzt sagen, es war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Der Wiedererkennungswert, einfach als Badexperte wahrgenommen zu werden, ist mit dieser Marke einfach genial. Allerwichtigste Medium ist und bleibt unsere Homepage, die mittlerweile genial gemacht wurde. Mehr als 60.000 Aufrufe haben die Recruiting-Videos mittlerweile erzielt. Weil das einfach mein absoluter Traumjob ist. Wir wollten authentisch, witzig und vor allen Dingen frech sein. Tina Götz begleitet die Online-Umsetzungen und den Auftritt in den sozialen Medien. 6 Punkte sind wichtig, dass ein Ausstellungskonzept überzeugt. Orientierung, Gestaltung, Individualität, Expertenwissen, Sicherheit und zuletzt und ganz wichtig, die Persönlichkeit. Unser Anspruch, dass wenn der Kunde reinkommt, sich tatsächlich willkommen fühlt. Wie gefällt es den Kunden? Definitiv begeistert, ja. Schön. Ja. Unter den Teilnehmern fand ein reger Informationsaustausch statt. Ein außergewöhnliches Rahmenprogramm inklusive Hafenrundfahrt rundete die Veranstaltung würdig ab. Die Badgestalter, die Reise mit der Marke. Gemeinsam und in ihrer Kooperation gelangen die Badgestalter-Unternehmer und Unternehmerinnen in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft. Musik